K4 Hattersheim TV. Sehen, was los ist. In Stadt, Kreis und Region. Kultur, Sport, Vereine, Soziales. K4 Hattersheim TV, unser aktueller Beitrag. Wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, haben Sie ihn bestimmt schon einmal gehört. Neben mir steht Christian Brückner, eine Stimme, eine ganz bekannte Stimme. Die Stimme unter anderem von einem Robert De Niro, einem Robert Redford. Wie kommt man denn dazu, Stimme zu werden? Wie kommt man dazu? Ja. Man macht das eine Weile und eines Tages ist man es. Nee, ja. Es gibt halt oder gab ein paar Städte, die das synchron pflegten. Das waren, als ich anfing, das zu machen, Berlin, Hamburg, München. Ich lebte in Berlin und also ging ich als werden wollender Schauspieler in die Synchronstudio und sagte, Tag, hier bin ich. Hab dann ein bisschen gearbeitet und für bestimmte Rollen natürlich braucht es dann klar ein Casting. Und da wird man dann ausgesucht oder nicht. Gibt es einen Lieblingsschauspieler, den man spricht? Schwer zu sagen. Es ist eigentlich klar, es sind die Schauspieler. Sicher ist auch De Niro nicht in allen Rollen, lange nicht in allen Rollen, aber in vielen doch fantastisch gewesen und er ist nach wie vor sehr gut. Mhm. Aber es sind auch die Rollen selber. Ich meine, die Jungs da oben gespielt haben, sind auch die Rollen eigentlich, die mich dann mehr interessieren als jetzt der Schauspieler selber. Mhm. Den muss ich zwar auch irgendwie spielen, aber es ist der Film, es ist die Rolle. Und wenn es der Film und die Rolle ist, man ist ja ein Stückchen weit, man ist ja der Schauspieler in dem Augenblick, man ist ja die Rolle, man über die sprachliche Ebene dann, da oben ist ein Bild, aber ich höre das ja auch, dann frage ich jetzt nicht nach dem Lieblingsschauspieler, dann frage ich jetzt einfach mal nach dem Lieblingsfilm, der synchronisiert wurde. Ist es ein Kap der Angst oder ist es ein Taxi-Driver bei einem Robert De Niro? Nee, Cape 4 war es sicher nicht. Ja. Taxi-Driver ist es natürlich Raging Bull und, Gott, wie hieß er hier, die bei uns durch, hier bei uns hieß es. Wags the Tail fand ich fantastisch. Ja, Wags the Tail war lustig. Ja. Ich fand auch so einen kleinen Film gut wie New York, New York zum Beispiel. Mit Liza Minnelli. Na, no, Quatsch, mit ihrer Tochter meine ich natürlich. Das sind es sind so viele Filme, die ich gemacht habe im Laufe der Zeit. Ich kann sie selber nicht zählen. Irgendwo sind sie verzeichnet. Ja. Und gut, dann wollen wir einfach nicht länger quälen. Wenn es so viele gute Erinnerungen gibt, dass man sagen kann, ja, auf jeden Fall, ja. Die gibt es. Ich habe das, heute mache ich ja kaum noch oder sage mal selten, ich habe es über viele Jahre exzessiv gemacht, anders kann ich es nicht sagen. Das war jeden Tag, weiß ich nicht, jeden Tag saßest du im Flieger und eben kreist es zwischen Hamburg, München, Berlin. Und das ging über lange, lange Zeit und das hat mir viele schöne Filme beschert, viele interessante Rollen im Synchron. Und viele gute Erlebnisse mit guten Kollegen. Gute Erlebnisse sind ein prima Stichwort. Wir wollen es nicht allzu lange machen, dass meine Stimme mal endlich nicht mehr zu hören ist, sondern die große Stimme von dem Herrn Christian Brückner, der heute Abend hier liest, auf Einladung der Caritas. Mein Taunus geht gleich los. Wir freuen uns alle drauf. Dankeschön. Ich freue mich auch und bin gespannt. Ja, danke. Diese alte Sehnsucht, ja, im Original, da sehen Sie gleich die Schwierigkeiten von Übersetzung, im Original heißt es This Old Cape Magic und das ist ein Song eigentlich, This Old Black Magic, das ist ein amerikanischer Stand-up. Und die Eltern des Protagonisten, die Professoren sind, singen dieses Lied jedes Mal, wenn sie die Sagamore Bridge überqueren, die Sagamore, die diese
Sichelförmige Halbinsel, Cape Cod, unter anderem mit dem Festland verbindet. Daraus wird also This Old Cape Magic und hier wird diese alte Sehnsucht. Die Sehnsucht ist der Hauptperson geblieben, Griffin, der mittlerweile doch recht alt geworden ist und alles das geworden, was er unter anderem nicht sein wollte. Zum Beispiel so wie seine Eltern und trotzdem feststellen muss, dass er genau diese Ferien selbst unternimmt und dass er über die Sagamore Bridge fährt und dann sozusagen im Freien ist und im Arkadien der Ferien. Jack Griffin war mit einem Mal hellwach. Und obwohl der Digitalwecker auf dem Nachttisch seines Hotelzimmers 5.17 Uhr zeigte, wusste er, dass er nicht wieder einschlafen würde. Er war gestern Abend früh zu Bett gegangen. Mit dem Erwachen in der einsamen Finsternis vor Tagesanbruch kam die unangenehme Erkenntnis, dass das, was er gestern nicht einmal sich selbst hatte eingestehen wollen, jetzt nur allzu klar vor ihm stand. Er hätte seinen Unwillen hinunterschlucken und den einen Tag auf Joy warten sollen. Es war zu ihrer festen Gewohnheit geworden, sofort nach Griffins letzter Seminarsitzung vom Campus zu fliehen. Gewöhnlich nahmen sie die Straße der Freiheit, wie er die I-95 nannte. 95 geht quer durch die USA, Kanada, ganz runter in den Süden, die Traumstraße der Welt. Fuhr nach New York und gönnten sich ein gutes Hotel. Tagsüber machte er sich dann über den kleinen Stapel Portfolios seiner Studenten her, während Joy einkaufte oder sich anderweitig vergnügte. Und abends sahen sie sich die Filme an, die sie zuvor verpasst hatten, und gingen in Restaurants. Dann fahr doch einfach schon mal, hatte sie gesagt, als er seinen Unmut darüber Luft gemacht hatte. Mach dir einen schönen Männerabend in Boston, wir treffen uns dann am Cape. Er hatte diesen Vorschlag mit zusammengekniffenen Augen erwogen. Musste man für einen Männerabend nicht zu mehreren sein? Oder hatte Joy es singularisch gemeint als Bezeichnung für einen Abend, an dem ein Mann sein Mannsein zelebrierte? Jedenfalls hatte der Vorschlag seiner Frau, er solle doch allein vorausfahren, sehr unaufrichtig geklungen. Und das war dann auch der Grund gewesen, warum er ihn angenommen hatte. Na gut, hat er gesagt, das werde ich tun. Und eigentlich damit gerechnet, dass sie sagen würde, wenn es dir so viel bedeutet, verschiebe ich die Termine. Doch, sie hat es nicht gesagt. Nicht einmal, als er seine Reisetasche gepackt hatte. Und so hat er eine Wahrheit entdeckt, die andere Männer vermutlich längst kannten. Wenn man erst einmal vor den Augen einer Frau eine Tasche gepackt hatte, war es weder möglich, sie wieder auszupacken, noch mitsamt der verdammten Tasche zu gehen. Griffin brauste auf der Route 6 dahin und merkte, dass er That Old Black Magic vor sich hin summte. Den Song, den seine Eltern jedes Mal, wenn sie über die Sagamore Bridge gefahren waren, voller Ironie gesungen und dabei Black durch Cape ersetzt hatten. Beide waren Universitätsprofessoren für englische Literatur gewesen und hatten das meiste, was sie taten und sagten, mit Ironie unterlegt. Um diese unglücklichen Lebensumstände erträglicher zu machen, hatten beide Affären und taten, als wären sie zutiefst verletzt, wenn diese ans Licht kamen. Sein Vater war ein echter Serienseitenspringer gewesen, während seiner Mutter sich lediglich weder in diesem noch in irgendeinem anderen Punkt hatte übertreffen lassen wollen. Während des Empfangs hatte sie Griffin schon etwas angetrunken versichert, du lieber Himmel, nein, das warst nicht du. Was uns zusammengehalten hat, war der Zauber von Cape Cod. That old Cape Magic, weißt du noch, wie wir das jedes Jahr auf der Sagamore gesungen haben? Sie hatte sich an Bartleby gewandt. Ein herrlicher Monat, jeden Sommer, Sonne, Sand, Wasser, Gin, gefolgt von 11 Monaten Elend. Dann wieder zu Griffin, aber das gilt für die meisten Ehen, wie du wohl feststellen wirst. Griffin war im Begriff, etwas zu antworten, als sein Vater mit Claudia, seiner ehemaligen Studentin und neuen Frau, zurückkehrte. Die beiden waren nach der Trauung kurz verschwunden, um zu streiten oder zu vögeln, und Griffin wusste es nicht.
Ich schwöre bei Gott, sagte seine Mutter, wenn er diese Mietslein, ein Haus auf dem Cape, und ich meine irgendwo auf dem Cape, kauft, werde ich ihn umbringen müssen. Die Rückfahrt in den scheiß Mittelwesten war immer brutal. Seine Eltern sprachen kaum miteinander, als wären ihnen plötzlich die Seitensprünge des vergangenen Jahres wieder eingefallen oder als dächten sie darüber nach, mit wem sie es in diesem Jahr treiben sollten. Bei Griffins Eltern standen Immobilien auf der Skala der Leidenschaften deutlich höher als Sex. Alle Freuden deines Vaters sind verboten, behauptete seine Mutter, und das mit Recht. Auf der Route 28 würde Griffin natürlich doppelt so lange brauchen, aber er hat es ja nicht eilig. Joy würde erst am Abend, wahrscheinlich am späten Abend kommen, und je früher er in der Frühstückspension eintraf, wo sie ein Zimmer reserviert hatte, desto früher würde er sich verpflichtet fühlen, den Kofferraum des Cabrios zu öffnen, der nicht nur seinen Koffer und die prall gefüllte Aktentasche enthielt, sondern auch eine Urne mit der Asche seines Vaters, die er an diesem Wochenende versprochen hatte zu verstreuen. Er war sich nicht sicher, ob es erlaubt war, kremierte mittelwestliche Akademiker an der Küste von Massachusetts zu entsorgen, und hätte gern Joy zur moralischen Unterstützung und zum Schmierestehen dabei gehabt. Aber wenn er zufällig eine hübsche, ruhige, abgelegene Stelle fand, würde er es vielleicht auch allein tun. Verdammt, vielleicht würde er die Portfolios gleich hinterherwerfen. Der Gedanke ließ ihn lächeln. Mom, sagte er, keineswegs darauf erpicht, seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort zu offenbaren, ich habe gerade an dich gedacht. Eine einzelne Möwe, die vielleicht glaubte, er habe angehalten, um etwas zu essen, kreiste über ihm und stieß einen durchdringenden Schrei aus. Eigentlich an euch beide, dich und Dad. Ach, sagte sie, an ihn. Soll ich nicht an Dad denken? Denk doch an wen du willst, sagte sie. Wann habe ich je versucht, in deinen Gedanken herumzuschnüffeln? Dein Vater und ich waren uns vielleicht über nicht viel einig, aber wir haben deine intellektuelle und emotionale Privatsphäre immer respektiert. Griffin seufzte. Inzwischen kam seine Mutter selbst bei seinen freundlichsten Bemerkungen in Fahrt, und dann war es das Beste, sie einfach ausreden zu lassen. Ihr angeblicher Respekt vor seiner Privatsphäre war, wie er nur zu gut wusste, in erster Linie Desinteresse gewesen, aber es lohnte sich nicht, darüber zu streiten. Als seine Eltern sich scheiden ließen und beide behaupteten, sie hätten einander schon zu lange unglücklich gemacht und sich schon viel früher trennen sollen, war Griffin auf der Filmhochschule im Westen und dachte, es sei wahrscheinlich am besten so. Aber keiner von beiden war in der zweiten Ehe aufgeblüht und auch ihre Karrieren nahmen Schaden. Geeint, jedenfalls im Abstimmungsverhalten, waren sie am Lehrstuhl für Englisch eine nicht zu unterschätzende Größe gewesen. Doch getrennt und oft gegeneinander stimmend durfte man sie getrost ignorieren und ihre schlimmsten Feinde konnten sie ungestraft aufs Korn nehmen. Im Gegensatz zu meinen Kolleginnen und Kollegen, sagte sie in das Mikrofon und war die Einzige an diesem Abend, die die Notwendigkeit dieses Hilfsmittels erkannte, will ich mich kurz fassen und aufrichtig sein. Ich wollte, ich könnte etwas Nettes über Sie und diese Universität sagen, wirklich. Doch die Wahrheit, die wir nicht auszusprechen wagen, ist, dass diese Hochschule ebenso eindeutig zweitrangig ist wie die überwältigende Mehrheit ihrer Studenten und wir selbst. Und damit kehrte sie zu ihrem Platz zurück und tätschelte Griffins Hand, als wollte sie sagen, na bitte, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Was sie dann in die verblüffte Stille hinein tatsächlich sagte, war seltsam. Zum ersten Mal seit über 10 Jahren wünschte ich, dein Vater wäre hier. Das hätte ihm gefallen. Mitte Oktober gab es einen Kälteeinbruch und nach mehreren eisigen Regentagen verkündete sie eines Morgens, sie wolle für eine Weile nach Atlanta fahren und eine Freundin besuchen. Hier sei es so kalt, dass sogar ihre Muschi schon ganz eingefroren sei.
worauf Griffins Vater erwiderte, das könne er nicht beurteilen. Warum sie das nicht am Abend noch einmal besprechen, wenn er von der Uni zurück sei. Aber da war sie schon weg. Vielleicht wäre alles gut gegangen, aber im April bekam er eine Grippe. Irgendwann erwachte er zitternd und in Fötusstellung auf dem Badezimmerboden und wusste nicht mehr, wie er dorthin gekommen war. Auch wenn der Zustand des Badezimmers deutlich verriet, dass es dringend gewesen war. Halluzinierte er oder hatte Claudia tatsächlich am Tag zuvor angerufen und gefragt, wie er mit der Dissertation vorankommt? Hatte sie ihn ausgelacht, als er gesagt hatte, diese sei fast fertig? Schließlich hatte er die Grippe überstanden, gewann jedoch weder seine Kraft noch das Gewicht wieder, das er durch häufige Übelkeit und das Auslassen von Mahlzeiten verloren hatte. Aber die Arbeit war fertig und er war stolz. Rückblickend hatte seine Mutter in mindestens einem Punkt recht gehabt. Sie hatte der zweiten Ehe seines Vaters ein Jahr gegeben. Kein Kalenderjahr, betonte sie, sondern ein Studienjahr. Und genauso lange hatte sie dann auch gehalten. Im Mai darauf war Claudia endgültig auf und davon und kurz darauf verließ Griffins Vater die Universität, um als amtierender Lehrstuhlinhaber zu einer kleinen Abteilung der Universität von Illinois zu wechseln. Er befindet sich in einer Abwärtsspirale, berichtete seine Mutter. Eigentlich kreiselt er schon über dem Abfluss. Danach wurde er Dekan einer Fakultät an einem kleinen christlichen College in Oklahoma. Und das blieb er, bis seine schwache Gesundheit ihn zwang, sich zur Ruhe zu setzen. Nun, dachte Griffin wehmütig, befand er sich im Kofferraum von Griffins Wagen. Sehen, was los ist. K4 Hattersheim TV.